Hi Leute, hier ist Sven vom Case Tester Blog. Heute testen wir mal 5 Panzergläser für das iPhone X. Also das sind eigentlich alle Panzergläser in den Formen und Arten, wie man die so im Internet finden kann. Ich habe mir die jetzt einfach mal alle bestellt und wir testen die jetzt mal durch. Weil jeder kennt, glaube ich, das Problem, man hat ein neues iPhone, will ein Panzerglas dafür bestellen, am Schluss kommt irgendwas anderes an, als wie auf den Bildern zu sehen war, es passt nicht richtig oder sonstiges. Deshalb testen wir diese ganzen Arten jetzt mal durch. Was ich euch noch mal kurz vorher erklären möchte, sind die ganzen Bezeichnungen bei Panzergläsern, wenn ihr nämlich auf der Suche seid, da steht was von 9H, 8H, 3D, 4D, 5D und sonstiges. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. 9H zum Beispiel ist die Stärke, wie stark das Glas ist. Habt ihr zum Beispiel 8H, ist es nicht so stark wie 9H. Also ihr solltet unbedingt darauf achten, dass ihr 9H bestellt. Bei der Dicke ist das so, 3D ist dick, 4D ist dicker und so weiter. Hier ist eigentlich auch 3D das Beste, was man holen kann. Das ist nicht zu dick, schützt das Display gut bei einem Sturz, stört aber nicht. Der letzte Punkt, worauf man achten sollte, davon gibt es aber leider nicht so viel, weil das Material teuer ist, das ist das Material, aus dem das Glas hergestellt wurde. Da gibt es ein Glas, das heißt Asahi-Material oder Glas. Das ist japanisches Glas. Also das ist eigentlich das Beste, was ihr bekommen könnt. Wenn ihr die Bezeichnung irgendwo findet, dann solltet ihr lieber das kaufen. Gut, dann starten wir jetzt mal. So, Platz 5 belegt dieses Panzerglas. Das ist folgendes. Also das ist eigentlich das Einfachste, was man bekommen kann. Das geht gerade so übers Display rüber. Oben bei der Notch ist es geöffnet. Hier habe ich das Glas mal draufgezogen. Ja, also die Vorteile, die man hier hat, das ist einfach draufzuziehen, aber mehr Vorteile gibt es ja eigentlich auch nicht. Nachteile sind dann halt eher, dass es oben geöffnet ist und geht wirklich nur bis zum Displayrand, wie man hier sieht. Entsteht hier so eine dicke Kante. Anderer Nachteil ist natürlich das Aussehen, wenn man das mal in eine Hülle reinpackt. Ja, so schön sieht das jetzt nicht aus. Man hat halt hier so einen dicken Rand auf einmal. Hier ist natürlich dann auch wieder Platz für Dreck, Staub, Schmutz, der sich hier unter ansammelt, vielleicht sogar ein bisschen das Display zerkratzt. Oben ist natürlich auch wieder alles offen. Also 100%iger Schutz ist das nicht. Kommen wir zu Platz 4. So, Platz 4 belegt dieses Glas hier. Moment. Also hier, das Glas ist auf jeden Fall größer als das eben gezeigte. Hat noch einen schwarzen Rahmen. Also das Glas wird einfach nur größer durch diesen schwarzen Rahmen. Und Vorteil ist natürlich noch, das bedeckt die Notch oben. So, ich habe das Glas hier mal raufgezogen. An sich ist es auf jeden Fall, man sieht es eigentlich kaum. Schon deutlich besser als das eben gezeigte. Die Anbringung ist ein bisschen schwer, weil man muss sich wirklich genau oben an der Notch orientieren und die Notch sieht man hier leider nur, wenn man das Display anmacht. Also man muss schnell das Display anmachen und dann schnell versuchen, das Glas drauf zu bringen. Hat auch geklappt. Ja, wie gesagt, es ist größer, verdeckt die Notch. Das sind eigentlich so die Vorteile. Die Nachteile sind, das ist an den Seiten nicht abgerundet. Also hier entsteht schon eine dicke Kante, wie man hier oben auch sieht. Das ist halt nicht so schön. Der andere Nachteil ist, dass das ein bisschen das Display verdeckt. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber dieser schwarze Rand, der geht ein bisschen übers Display rüber. Kann schon stören. Das haben diese Panzergläser aber irgendwie alle so an sich, dass die irgendwie ein bisschen kleiner sind als das Display. Ich weiß nicht, warum sie es so machen. So, schauen wir mal, wie das Ganze mit einer Hülle aussieht. So, an sich perfekt. Ja. Gut, kommen wir zu Platz 3. Platz 3 belegt dieses Panzerglas. Das ist fast dasselbe, was wir schon am Anfang hatten, jedoch ist das oben geschlossen. Geht aber auch wieder nur knapp über das Display rüber. So, hier habe ich es einmal aufgezogen. Ja, Nachteil ist natürlich, man sieht wieder diesen Rand. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Weswegen dieses Panzerglas auf den dritten Platz gelandet ist, war halt, dass bei dem anderen Panzerglas das Display ein bisschen überdeckt wurde. Das ist hier besser gelöst, weil es ist halt einfach klar. Ein anderes Problem bei diesem Panzerglas ist, wie man hier, glaube ich, auch sehen kann. Ich habe es auch schon schief draufgeklebt. Der einzigste Anhaltspunkt, den man hat, ist diese kleine Aussparung hier oben und das ist ziemlich schwierig, das irgendwie gerade drauf zu kriegen. Deshalb tun die ganzen Verkäufer wahrscheinlich auch gleich 3 Stück davon
mit rein in die Verpackung. Aber gut, schauen wir, wie das Ganze mit Hülle aussieht. Ja, ihr habt wieder diesen Rand hier. Sieht nicht schön aus. Aber gut, für Platz 3 reicht es. Kommen wir zu Platz 2. So, Platz 2 belegt dieses Panzerglas. Leider war da nur eine in der Verpackung mit drin. Heißt, ich kann euch das nicht zeigen, wie das so aussieht. Es hat auf jeden Fall wieder einen schwarzen Rahmen. Ist diesmal abgerundet, bedeckt aber leider nicht die Notch. Und das Problem, was man hier sieht, sind natürlich die Luftblasen. Die gehen am Anfang leider nicht immer sofort raus, sondern hier muss man ein paar Stunden warten, dann drückt man die nochmal raus und dann funktioniert es auch. Also hier habt ihr echt den großen Vorteil, weil das abgerundet ist, dass ihr hier nicht mehr so eine krasse Kante habt, sondern ihr spürt hier fast gar nicht, dass hier überhaupt irgendwas drauf ist. Ja, und wenn die Blasen weg sind, dann sieht man auch nicht mehr, dass da überhaupt was drauf ist, bis natürlich oben auf die Notch. Da sieht man natürlich wieder diese krasse Ecke. So, gucken wir mal, wie das Ganze in der Hülle aussieht. So, und hier sehen wir jetzt mal den Vorteil an den abgerundeten. Die passen direkt mit der Hülle zusammen. Das heißt, hier ist überhaupt kein Spiel mehr für irgendwelche Staubkörner, Kratzer oder sonstiges. Wenn jetzt noch die Notch zu ist, haben wir das perfekte Panzerglas. Aber wir sind ja erst bei Platz 2. Jetzt kommt Platz 1. So, kommen wir zu Platz 1. Hier war leider auch wieder keine zweite mit bei. Aber gut. So sollte ein Panzerglas aussehen. Also hier sieht man nicht mal wirklich, dass hier überhaupt noch irgendetwas drauf ist. Das ist auf jeden Fall ein Panzerglas mit einem leichten schwarzen Rahmen. Also der ist nicht so dick, verdeckt somit auch nicht das Display, wie man sieht. Oben die Notch ist einfach klar gehalten. Also hier ist einfach das Panzerglas drüber. Hier ist nicht irgendwelche schwarzen Ränder drumherum oder so, was man gar nicht braucht. Hier habe ich auch sofort die Luftblasen alle wegbekommen. Also hier sieht man wirklich, das ist super Qualität, die man auch nicht sieht. Und wie gesagt, so sollte ein Panzerglas sein. Schauen wir mal, wie das Ganze mit einer Hülle aussieht. So, also hier sieht man gar nichts mehr. Das ist einfach perfekter Schutz. Besser geht's nicht. Ja, gut, das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, was das beste Panzerglas ist. Bei der Hülle müsst ihr immer gucken, es gibt Hüllen, die drücken das an den Seiten wieder hoch, das Panzerglas ist nicht so schön, dann müsst ihr wieder ein kleines Panzerglas verwenden, sieht nicht gut aus. Es gibt manche Hüllen, zum Beispiel die hier, das ist die von ROX, verlinke ich euch unter dem Video auch nochmal. Wenn ihr die benutzt, in Verbindung mit so einem Panzerglas, habt ihr perfekten Schutz, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Gut, das war's von mir. Wenn ihr die ganzen Links zu den Hüllen wollt, geht einfach auf case-tester.de, ich verlinke euch das auch unter dem Video. Dort findet ihr die Links zu den Panzergläsern und könnt ihr dort auch kaufen. So, viel Spaß damit!